Ein letztes Aufgaloppieren vor der Winterpause in der Regionalliga Nord, wo Hamburger Derbys mittlerweile schon regelmäßig zum Wochenende gehören. Und trotzdem, das Duell des kleinen HSV gegen Teutonia 05 alleine tabellarisch ein spannungsgeladenes. Beide Teams wollen in die Aufstiegsrunde, die Teutonia als Tabellendritter mit der besseren Ausgangslage, der HSV als Sechster zum Siegen verdammt. Der Sprung in die Partie, die Gäste aus Ottensen heute in den knallgelben Trikots nach 10 Minuten mit der ersten Möglichkeit, das ist George Kelbel ans Außennetz. Der HSV braucht auf der Gegenseite eine Standardsituation, um das erste Mal gefährlich zu werden. Die kommt über Umwege zu Daouda Beleme und der scheitert an Yannick Zumak im Gästekasten. Es war eine heiße Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten, dann wieder die Teutonia-Anzug. Diesmal artistisch per Fallrückzieher und auf der Gegenseite spielt der HSV schnell und direkt nach vorne. 23. Das ist wieder Beleme. 1-0 für die Rothosen. Saisontor Nummer 3 für den 20-Jährigen. Traf auch schon gegen Weiche Flensburg und Eintracht Norderstedt. Fein in Szene gesetzt von Fabisch und lässt dann Zumak keine Chance im Gästekasten. Der HSV früh auf Kurs. Sechs Zeigerumdrehungen später, die Gastgeber nun mit Rückenwind. Vorteil laufen gelassen, Limani nimmt Alin Drekschepi mit, der vorbei am ersten und dann mit dem Schlenzer hinein ins Glück zum 2-0. Doppelschlag der Rothosen, auch für den 18-Jährigen ist es das dritte Saisontor. Und was ein schönes. Schickt die Teutonia-Abwehr aufs Glatteis und lässt Zumak dann ins Leere fliegen. Der HSV mit 2-0 in Front. Und die Gäste aus Ottensen in den folgenden Minuten um die direkte Antwort bemüht. Wenige Minuten später der Abschluss aus der Distanz geblockt. Die Teutonia bleibt dran, der aufgerückte Weißmann mit seinem schwächeren Rechten am Ziel vorbei. Und trotzdem, die Gäste arbeiteten am Anschlusstreffer. 42. Vielleicht ja mal eine Standardsituation. Die Ecke findet Kevin Weidlich, nur noch 1-2. Der HSV in der Phase nach dem 2-0 etwas zu schludrig, bekommt prompt die Quittung dafür. Weidlich mit seinem vierten Saisontor. Und die Teutonia zurück in diesem Derby. 45. Immer noch nicht Pause. Der HSV hatte nochmal einen. Das ist Limani, Vorlagengeber zum 2-0 für Alin Drekschepi. Auch den hatten wir heute schon im Programm. Drekschepi zum 3-1. Der HSV stellt kurz vor der Pause wieder auf 2 Tore Vorsprung. Und was ist das für eine erste Halbzeit des 18-jährigen Youngsters? Der Treffer ist baugleich zum 2-0. Und der Daumen geht nach oben für eine richtig gute erste Halbzeit der Rothosen. Auf der Gegenseite die Teutonia mit 2 Siegen aus den letzten 8 Spielen und auch im Derby nach 45 Minuten mit dem Rücken zur Wand. Den besseren Start in Durchgang Nummer 2 erwischten die Gastgeber. Der HSV nach der Ecke gar mit der Möglichkeit auf 4-1 zu stellen. Auf der Gegenseite ist es ebenfalls eine Standardsituation, die für Gefahr sorgt. Kevin Weidlich lässt den Anschlusstreffer liegen. Sprung in die Schlussphase. Der eingewechselte Moses Otuali macht's direkt und macht's nicht schlecht. Der zweite Durchgang lebte vor allem durch seine Spannung. Die Teutonia steckte nicht auf. Nochmal eine Standardsituation und jetzt anschnallen. Der HSV darf im eigenen Stadion kontern in Form von Moses Otuali. Eingewechselt und der mit 7 Meilenstiefeln auf in Richtung Gästekasten. Otuali vorbei an Yannick Zumak, macht den Deckel drauf. Nach 88 Minuten führt der HSV mit 4-1. Saisontor Nummer 4 für den Youngster, der seine Jugend in Wolfsburg verbracht hat und einfach mal am unteren Bildrand auf Jona Fabel schachten. Da purzeln 1-2 Steine. Der HSV nicht gut reingekommen in diese Saison und trotzdem, man steht kurz davor, die nächsten Big Points zu sammeln. Die letzten beiden Spieltage in der Liga geht es dann gegen Phoenix Lübeck und den Heider SV. Das sind machbare Aufgaben. Das 5-1 gibt es kameratechnisch leider nicht mehr. Trotzdem, dass der Vollständigkeitshalber Daouda Beleme, der Torschütze, also auch für ihn gibt es den Doppelpack. Der HSV gewinnt am Ende nach 90 Minuten hochverdient mit 5-1 und wir lassen uns den Treffer von Jona Fabisch nochmal nacherzählen. Ja, also es war so, ich wurde ausgewechselt und dann ja, bin ich zum Trainer gegangen, abgeklatscht natürlich und dann, ja, dann ist das Tor gefallen. Also ich habe nur gehört, dass da ein langer Ball gekommen ist und der
unser Spieler Dau hat den Ball dann über den Torwart geköpft und dann war der Ball halt drin, also direkt nachdem ich ausgewechselt wurde. Ja, wenn man 5 Tore schießt, dann kann man sich auch nicht beklagen über die Ausbeute. Und die Konter haben wir gut weggemacht. Und ja, leidenschaftlich verteidigt, Konter gut ausgespielt und ja, so gewinnt man halt Spiele. Ich denke, wir haben dann in der ersten Halbzeit mehr oder weniger das Spiel größtenteils verloren, haben es nochmal versucht. Ich bin reingekommen, 2 große Stürmer, lange Bälle, haben alles nach vorne reingehauen, sind dann ja, einmal gut ausgekontert worden mit der Schnelligkeit. Und ja, dann das letzte Tor, darf so auch nicht passieren, war ein Absprachefehler. Und ja, schon hat man 5 Dinger kassiert und weiß am Ende gar nicht wie. Man muss an der Stelle aber sagen, Glückwunsch HSV2, die haben das Beste draus gemacht und ja, verdient gewonnen. Ausrufezeichen dahinter, der HSV zurück im Geschäft um die Aufstiegsrunde.